Du hast doch schon mal in Weiß geheiratet. Die Scheinehe mit Bernd, die zählt nicht. Also ich gebe mein Ja-Wort nur jemanden in einem schwarzen Anzug mit Zylinder. Erpresserin. Mag sein. Wenn ich durch die Nachprüfung falle, muss ich noch ein Jahr länger auf diese dämliche Schule. Tja, da gibt's nur eine Lösung. Nicht durchfallen. Hey. Na, beiden, wie war die Zeugnisübergabe? Na, wie schon. Dafür habt ihr jetzt Ferien. Toll, und ich darf die ganze Zeit pauken. Sei bloß still. Immerhin kann ich auch nicht wegfahren, weil ich mit dir lernen muss. Ist doch gar nicht so schlecht. Nur die Sprachen könnten ein bisschen besser sein. Hm? Oh, na, das war ja klar. Sport und Kunst als beste Fächer. Was soll das denn heißen? Nee. Und deins ist doch auch ganz okay, bis auf Mathe. Ja, super. Und wegen dieser einen Note darf ich nicht zu Konstantin. Zu dem Thema haben wir alles gesagt. Freu dich lieber auf deinen Geburtstag morgen. Stimmt eure Party im No Limits? Feiert ihr eigentlich immer zusammen? Ist doch praktisch. Wenn die Kleinen ins Bett müssen, sind meine Gäste richtig warm und dann können wir in meinen Geburtstag reinfeiern. Dann herzlichen Glückwunsch. Lisa, Paul hat's doch nicht so gemeint. Ach, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ohne Konstantin habe ich eh keinen Bock auf Party. Lisa war so ein glückliches Kind, bis sie in die Pubertät kam. War das bei dir etwa anders? Nicht wirklich. Also, aber ich kann doch nicht warten, bis sich das in ein paar Jahren vielleicht eingerenkt hat. Seit Konstantin weg ist, habe ich sie nicht einmal mehr lachen sehen. Sie würde alles dafür geben, ihn besuchen zu können. Was soll ich denn machen? Ich habe sie immer und immer wieder gewarnt, dass sie sich mehr auf die Schule konzentrieren soll. Irgendwann musste ich die Konsequenzen ziehen. Ja, natürlich. Und jetzt habe ich nicht mal eine Überraschung für sie zum Geburtstag. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Na, vielleicht fällt uns ja zusammen was ein. Früher war es so einfach, Lisa aufzumuntern. Ein Reitausflug, eine Karte für ein Popkonzert. Und heute weiß ich nicht mal mehr, für welchen Star sie gerade schwärmt. Naja, gegen Konstantin kommt momentan sowieso keiner an. Ja, wahrscheinlich hast du recht. So I just feel my sorrow with the words. Bist du sicher, dass du das willst? Ja. Ich hab noch Licht gesehen. Sorry wegen eben. Schon vergessen. Kannst du nicht schlafen? Wir haben morgen noch sowieso keine Schule mehr. Und in Boston ist es erst früher Abend. Schreib Konstantin was Interessantes. Liebe Lisa, der Countdown hat begonnen, gleich bis zu 16. Wie gerne wäre ich in diesem Moment bei dir. In Gedanken bin ich das sowieso. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ich liebe dich. 1000 Küsse, Konstantin. Dann lasse ich euch beide mal in Ruhe turteln. Liebster Konstantin, danke für deine Mail. Aber was ist ein Geburtstag ohne dich? Für dich würde ich sofort auf alle Geschenke der Welt verzichten. So. Hey, 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 Finger weg. Dein Kuchen kommt erst morgen. Lisa hat doch keinen Bock auf Geburtstag, sonst wäre sie längst unten. Ach, die Lust kommt spätestens beim Geschenke auspacken. Ja, genau. Wir kommen dann so gegen 11:30. Danke. Seid ihr soweit? Sie kommen gleich runter. Happy Birthday. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lisa. Happy Birthday to you. Danke. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schein. Herzlichen Glückwunsch. Von mir auch, du kleine Zicke. Ach, komm. Es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Hier sind wenigstens vier Leute, die auch gern noch einmal 16 würden. Ja, Lisa, es tut mir leid. Ich habe leider kein Geschenk dabei.
Das wartet nämlich noch auf Königsbrunn. Eine Überraschung auf Königsbrunn? Ja, die hat sich mir bis hierher geschafft. Na los, jetzt sind erstmal die Kerzen dran. Komm. Alle auf einmal, das schafft sie nie. Doch, denn du weißt, da geht ein Wunsch in Erfüllung.